Ja, wie gesagt, meine Frau hatte mich geweckt. Wir lagen noch im Bett um 4 Uhr ungefähr. Und da hat sie mich gefragt, ob ich das nicht höre, dass es im Hause piept. Dann sind wir beide aufgesprungen und haben gleich gemerkt, dass das Treppenhaus schon verqualmt war. Und wie haben Sie dann weitergemacht? Was passierte dann? Ja, dann haben wir den Nachbar rausgeklingelt und der hat das auch gerochen und hat gesagt, ich rufe sofort die Feuerwehr. Weil nämlich aus gegenüber im ersten Stock kam schon Rauch durch die Ritzen durch. Ja, Feuerwehr gerufen und die ist ja Gott sei Dank hier auch in der Nähe. Und so nach 10 Minuten ungefähr, da waren die dann hier vor Ort mit 7, 8 Fahrzeugen. Großaufgebot hier. Naja, war auch notwendig. Das ganze Haus war verqualmt, wir mussten alle raus. Ich weiß es nicht, haben wir noch nicht gehört. Die warten ja noch auf die Gerichtsmediziner. Die müssen ja das feststellen, was da genau passiert ist. Und sie liegt ja wohl da oben noch. Das Zimmer ist auch noch versiegelt.